Hier ist alles zu. Gibt's auch nichts mehr von Wert. Außer dem Gold. Ach, endlich Gold, ja. Wir sind noch nicht mal ganz unten angekommen. Also es ist ziemlich tief. Hier ist erst das Ende. Wir werden uns ganz schön durchs Erdreich krümeln müssen, um diese komischen bösen Männer zu finden und dann ins nächste Gebiet zu kommen. Woran ich jetzt natürlich noch nicht denken möchte. So, hier kommt mal ein Porter hin. Gott, gibt gleich wieder Kohle und Eisen. Und dann wird's auch schon Zeit. Oh. Wie kommt der rein? Die Tür ist so... Ach. Es ist zum Heulen. Diese Viecher nerven. Die nerven einfach nur. Ah, jetzt ist er gleich wieder grummelig. Bin sogar am Überlegen, das Ganze abzuschließen und nur mit dem Porter vor die Tür zu gehen. Apropos Porter, ich habe nicht mehr genug Mana. Wir sollten jetzt langsam mal aufhören mit der ganzen Sache. Hier können wir dann später nochmal weiter gucken. Setz am besten hier nochmal eine Fackel hin, damit wir das noch im Blick haben. Und dann gehen wir erstmal wieder Bäume fällen. Einfach nur, dass alle wieder draußen sind. Okay. Gut, hier unten gibt's nämlich nichts weiter, sorry, zu tun. Ach, hier gibt's wieder Gold. Sehr schön. So, da kommt wieder eine Tür hin, da auch. Hier werden wir andauernd angegriffen, jetzt ist vorbei. Ach, nee. Hier geht was ab, sag ich euch. So, die Hausmauern müssen wieder ersetzt werden, damit die Zwerge mal wieder schlafen können. Nein. So. Und so. Einmal umgedreht. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt endlich weitermachen können mit dem Rest. Wir sollten Kohle genug gefunden haben. Das heißt, Glas müssten wir jetzt wieder produzieren können. Oh ja, 61 Kohle. Und Sand. Oh, Wahnsinn. Machen wir gleich mal 56 Glas. Die können beide hergestellt werden. Das Haus wurde fertiggestellt. Er ist auch wieder glücklich. Und wir kriegen die nächste Welle. Oh-oh. Wo kommt die hin? Wo geht die Welle hin? Wo kommt sie her? Du stehst da ein bisschen ungünstig, mein Freund. Ja, denn da ist die Welle. Macht sie fertig. Solange unser Haus aktiv ist, ist alles gut. Jetzt wollen die oben rum. Ah, ein Lärm. Das hält man hier im Kopf nicht aus. Wenn ihr nicht kämpfen könnt, weil ihr schon zu schwach seid, geht schlafen. Oh, wir werden auch auf der anderen Seite angegriffen. Ach, diese Viecher nerven. Wenn die wenigstens Leder geben würden, aber nicht mal das tun die. Und der Zombie hat keine Chance. Von einer Seite zur anderen. Doch, macht das Schaf down. Der da oben ist ja wohl nicht ganz dicht. Okay, das Haus wurde wieder gut verteidigt, genau. Damit haben wir wieder ein wenig Ruhe. Will ich hoffen. Für die nächste Zeit und können erstmal wieder Mana ansammeln, wovon wir ja nicht mehr allzu viel haben.
Ja, die Zwerge jubeln. Jetzt haben wir wirklich alles vernichtet, was in der Umgebung ist. Habt ihr toll gemacht. Ich bin so stolz auf euch. Und was liegt hier? Eine Holzkeule? Aber kein Zwerg ist gestorben. Also es kann nicht das Überbleibsel eines Zwergs sein, sondern wahrscheinlich von diesen komischen Riesenviechern. Leder haben wir auch gleich bekommen von denen. Das ist sehr gut. Da sind noch Hühnereier. Nehmt das auch mal alles weg hier, damit wir wieder ein bisschen mehr Übersicht haben. Grunts Shop wird auch völlig zugeschneit. Hier ist auch Schluss. Du bist jetzt am Craften von Glas, genau. Was haben wir denn noch? Glas. Dafür brauchen wir, das brauchen wir für quadratische Fenster. Aber ihr konntet eben die ganze Zeit kein Glas herstellen, weil ihr ja noch am Kämpfen wart. Das tut mir leid. Was ist denn nun schon wieder? Wo wird denn nun schon wieder angegriffen? Du kannst dich nicht mit dem nahmen. So, weg mit dem ganzen Schnee. Der geht mir übelst auf den Senkel. Bin gespannt, wie hoch sich das stapeln lässt, bevor es dann endlich mal zur Ruhe kommt. Das Schaf muss weg. Und das war ganz gut, dass wir das Überdach gemacht haben, sonst hätten wir andauernd vor der Tür Schnee schaufeln müssen. So, du hast jetzt den Rest von oben geholt, das heißt, ich kann die Gerüste gleich wieder wegnehmen. Kommt schon wieder neuer Schnee. Es ist doch zum Heulen. Macht euch auf den Weg, sammelt den Schnee da weg. Er hat den nächsten Mal was vorgetanzt. Go, go, go. Sammelt alles ein, was ihr kriegen könnt. Es wird Zeit, dass wir langsam mal fertig werden, dass wir wieder in den Untergrund kommen. Aber dafür brauchen wir eben wieder die Mana. Und das heißt für mich erstmal eine kleine Pause einlegen. Glas kommt auch endlich. Dann können wir endlich die quadratischen Fenster machen, vielleicht sogar die Turmspitze. Fester Rucksack, dafür brauchten wir die Seile. Aber die Seile haben wir nicht genug. 292 Holz. Wunderbar. Das reicht. Damit können wir die Fenster fertig machen. Jetzt brauchen wir noch den Rest. Holzturm. Boah, nee. Zu teuer. Turmspitze braucht Ton und ein Schindeldach. Schindeldächer brauchen Ton. Ton braucht Wasser. Ach, eine begrenzte Ressource. Wir wissen's, aber wir müssen durch. Ich brauche den Ton. Ja, 105. Ton muss ja nicht irgendwie großartig noch gecraftet werden. Jetzt erstmal zu den Schindeldächern, die ebenfalls Wasser brauchen. Aua, aha. Ton, genau. Zweimal Kohle. Und Wasser. Machen wir einfach mal so, 6 Stück. Müsste reichen. Nehmt mal dem Grunt hier den ganzen Schnee weg. Ich hoffe, wir werden dafür bezahlt, dass wir bei ihm Schnee schippen. Rechne aber nicht damit. Ach. Ein tolles Gefühl, langsam wieder Herr der Lage zu werden. Glas kommt weiterhin hinterher. So, zurück zur Erforschung. Brötchen. Brötchen brauchten Kohle und Mehl. Mehl haben wir da. Und Kohle da. So, 25 Brötchen. Dann kommen wir an Brot ran. Braucht ebenfalls Mehl. Eier. Wasser. Und Kohle. So, 20 Brote. Und wir wollen noch Apfelkuchen machen, wofür wir keine Äpfel haben. Ich weiß immer noch nicht, wo wir Äpfel herkriegen sollen. Dann machen wir halt eine Schöpfkelle aus Eisenerz. So, 3 Stück. Und den Rest machen wir aus Brötchen. Ach, Quatsch.
Wo sind die Brötchen? Da sind die Brötchen. Kohle und Mehl. Gut, wie wir jetzt an den Rest kommen sollen, weiß ich noch nicht. Ich glaube, den Steinofen hatten wir schon gemacht. Den werden wir auch gleich mal platzieren, damit mehr Essen gemacht werden kann. Ah, Steinofen, Steinofen, Steinofen. Ich sehe ihn nicht. Ich bin blind. Steinofen, wo ist er denn? War der hier? Nee, der war irgendwo. Irgendwo war der doch. Ihr wisst doch, da ist eine Lagerfeuerstelle. Nee, ein Steinofen. Steinofen ist mir wichtiger. Die Tür muss ich nachher wieder hinsetzen. Kann doch bestimmt auch irgendwo stehen, oder? Da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Gut. Oben kriegen wir es nicht hin. Hier zwischen auch nicht. Dann kommen hier jetzt noch zwei Steinöfen hin. Oder einer und noch einer. So, wir haben zwei Schmieden, wir haben zwei Werkbänke, zwei Ingenieurdinger mit Stein, Metzgilden und wir haben zwei Mehldinger, zwei Steinöfen, eine Feuerstelle. Jo, sehr schön gemacht. Dann brauchen wir noch... Wir brauchen neue Türen. Buch des Bogenschützen, den Schneehaufen nehmt ihr mir auch noch weg. Ah, da knurrt er ein wenig, da rumort er. Wir müssten allerdings fertig sein, wenn die fertig gecraftet haben. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja nochmal Extrapunkte, wenn das ein Koch erledigt und der dann seine zusätzlichen Erfahrungspunkte bekommt und wieder eine Stufe aufsteigt. Keine Ahnung. Apropos Koch, gucken wir mal, haben wir noch ein Kochbuch? Nee, haben wir nicht. Aber Buch des Kriegers, das rüsten wir jetzt erst einmal aus. Magier, Bergarbeiter. Du bleibst Magier, Holzfäller, Tischler kriegt ein Kriegerbuch. Dann haben wir den Krieger selbst, den Jäger, der ein Kriegerbuch kriegt. Kommst auch gleich ein Jägerbuch. Oh. Shit. Bogenschütze. Gut, dann ist der Bogenschütze auch gleich Jäger bei mir. Buch des Kletterers, nö. Du kriegst jetzt noch... Tischler ist auch gleich Holzfäller. Viel Spaß beim Holzfällen. Und ansonsten, der Jäger kann auch Angler werden. Gut, reicht es. Lederschuhe. Wir haben noch keinen neuen Zwerg dazu gekriegt. Alles gut. Wichtig ist jetzt die Rüstung. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind von der Technologie her gar nicht weit weg. Eine Metalltruhe braucht Eisen. Ein Schloss braucht erstmal Eisen. 1, 2, 3. Dann eine Metalltruhe braucht Eisen. Und ein Schloss. 1, 2. Reicht. Dann haben wir die Turmspitze, die Schindeldächer benötigt. Ein Rundfenster, wofür wir auch drei haben. Wovon wir auch drei haben. Und Ton sowie Stein. So, drei Stück, das muss reichen. Und den Rest aus quadratischen Fenstern machen? Na, ich weiß ja nicht. Seile. Wir haben doch bestimmt wieder Wolle, oder? Achtmal. 1, 2, 3, 4. Das reicht schon. Dann können wir nämlich hier anfangen. Ah, Bretter muss ich auch nochmal machen. Genug Holz haben wir fürs Erste. So, da darf sich jetzt gleich mal ein Zwerg dran machen. Dann können wir auch neue Gerüste machen. Knurrt nicht rum. Macht eure Arbeit. Oh, das Essen ist fast weg. Gibt gleich mal Neues. Also. Den Ofen brauche ich eh nicht mehr. Da kommen jetzt die Brote hin. Dann brauchen wir die Brötchen. Wir benötigen den Fisch. So, Brötchen. Und Brote zu Spiegelei. Ja, schade, dass wir nicht an Äpfel rankommen. Aber die könnten wir kaufen bei Grunts Shop. Ich glaube nur nicht, dass wir sie anpflanzen können. Das sieht schlecht aus.
Alle sind sie am Craften, die haben jetzt genug zu tun. Also jetzt in den Untergrund zu wechseln und die Leute dorthin zu schicken, das wäre reine Mana-Verschwendung. Für zwei Zwerge. Aha, die Kochkunst ist abgeschlossen und wir kommen damit zur Alchemie. Das Labor benötigt wieder mal einen Topf. Topf braucht Eisen. Ja. Eins, zwei. So, man kann nie genug Töpfe haben. Außerdem brauchen wir, wo ist jetzt der Topf? Da ist er. Wasser. Wir benötigen die Zombiehirne. Ein paar Knochen. Ein paar Beeren. Ein paar Nadeln. Schleim, wovon wir auch schon ein bisschen was haben. Haben wir durch diese komischen Krabbelfiecher-Spawner bekommen. Kohle. Da. Und nochmal Kohle. Ein Labor. Zwei Labore. Nö, ein Labor reicht. Wir werden nicht allzu viel machen. Höchstens die Mana-Tränke und dafür haben wir eh zu wenig Wasser. Gott, macht das Labor fertig. Und das stellen wir denn hier oben mit auf. Wieder in die Küche. In den Esssaal. Oder wir machen das hier unten rein. Aber was war denn das letzte? Das war auch nochmal ein großer Ofen. Den machen wir denn dahin. Das passt in den Esssaal. Ist auch gleich nochmal wärmer. Da liegen noch Brötchen, meine Lieben. Lecker Brötchen. Und das Labor ist fertig. Sehr gut. Wo habt ihr das gelassen? Ist noch nicht drin. Jetzt müsste es aber drin sein. Ja, sehr gut. Ein Labor kommt nicht dahin, nicht dahin. Jetzt sind die Fackeln wieder im Weg. Pass mal auf, machen wir anders? Nee, machen wir nicht anders. Wie habe ich das denn oben gelöst? Da waren nur vier Fackeln, ja. Nimm mal die Fackel weg. So, dann kommt da das Labor hin. Wir müssten auch bald zu den besseren Türen kommen und die werde ich dann hinbauen, die Stahltüren. Hier. Ah, freue ich mich schon drauf. Oder die hier, die Stahltür. Die ist natürlich auch genial. Und Mithril. Mithril Zauberstab, das wird unser Magier bekommen. Da freue ich mich auch riesig. Wenn das klappt, wenn wir das endlich haben. Gut, wir haben einiges geschafft und sehen uns im nächsten Part wieder. Dann wollen wir mal sehen, dass wir die Technologie nicht noch weiterbringen, nicht nur noch weiterbringen, sondern eben auch wieder in den Untergrund gehen, weiter Eisen und alles andere sammeln. Vielen Dank fürs Ansehen und bis gleich.